Calliope Mini hat viele Eingaben und Ausgaben schon so, wie sie geliefert wird, und man kann direkt damit starten. Möchte man aber ein bisschen erweitert damit programmieren, dann möchte man Motoren haben, dann möchte man LEDs haben, die man ein- und ausschalten kann, oder vielleicht auch Knöpfe, die nicht auf der Calliope Mini sitzen, die man mal drücken kann und eine Aktion auslösen kann. Das hat sich auch Fischer Technik gedacht und hat entsprechend ein Set für die Calliope Mini veröffentlicht. Und das möchte ich in diesem Video vorstellen. Ich stelle euch das Set aber jetzt nicht nur einfach mal vor, das wird nur ein kurzer Teil des Videos sein, sondern wir gehen auch mal die Basiskonfiguration durch. Diese Konfiguration gilt für alle drei Anleitungen, die dem Set von Fischer Technik beiliegen. Also die muss man mit dem Set sowieso machen, und damit bekommt ihr auch gleich einen Ersteindruck von dem Set. Das Set beinhaltet Teile und Anleitungen für drei verschiedene Konfigurationen. Das erste ist die Ampelkonfiguration. Das zweite ist die Konfiguration mit dem Ventilator oder auch Handtrockner genannt, und das dritte ist die Konfiguration mit der Schranke. Das Calliope Board ist hier zwar abgebildet, ist aber nicht Teil des Fischer Technik Sets. Was man hier schon sieht, ist, dass die Basis, also die Installation der Calliope Mini auf dem Brett, immer die gleiche ist, und das ist auch genau die, die wir jetzt gleich vornehmen. Ich gehe mit euch jetzt nicht alle Schritte im Einzelnen ganz genau durch, dafür habt ihr ja das Handbuch. Ich würde aber mit euch die bisschen kniffligeren Sachen jetzt einfach durchgehen. Das erste, was wir also machen, ist die Schrauben zur Seite legen, die wir im ersten Schritt brauchen. Das sind 6 Stück, so viele Pins wie auch die Calliope Mini hat. Zu jeder Schraube gehört auch dementsprechend auch eine Mutter. Die Schrauben stecken wir nun durch die Calliope Mini durch und befestigen von der Rückseite die Muttern daran. Im Handbuch ist noch der Tipp gegeben, dass man eine kleine Zange nehmen soll, damit die auch entsprechend fest sitzen. Ich habe das jetzt mal handfest gedreht und ich hoffe, dass das reicht, aber für einen besseren Halt habt ihr bestimmt auch noch eine Zange zur Hand. Der nächste Schritt ist, so einen kleinen Steckadapter dort einzustecken, und da muss man genau hinschauen, denn hier wird als Hilfsmittel der blaue Stecker verwendet. Also nicht irgendwie versuchen, das so reinzukriegen, denn da muss man ziemlich viel Druck ausüben. Dann steckt man mit dem blauen Stecker zusammen diesen Stecker rein, und das hat bei mir dann auch entsprechend funktioniert. Welche der Pins ihr benutzen müsst, das könnt ihr nochmal genau im Handbuch sehen. Lasst euch von dem Schneidebrett nicht irritieren, das habe ich nur untergelegt, damit ich sonst nichts zerkratze. Auf der Rückseite werden nun diese schwarzen Blöcke befestigt. Achtet da im Handbuch drauf, dass ihr die richtig rum befestigt. Es ist komplett richtig abgebildet im Handbuch. Ihr müsst nur darauf achten, dass diese Nuppels und die Schienen quasi an der richtigen Seite rausgucken. Wie sage ich zum Nuppel jetzt richtig? Also das, was nicht die Schiene ist, ist der Nuppel, und das, was die Schiene ist, ist die Schiene. Ja, da bitte genau im Handbuch darauf achten, dass das richtig montiert ist. Die liegen nur lose auf der Calliope Mini, da erstmal nicht wundern. Das wird im nächsten Schritt behoben. Da gibt es die roten Bauteile, die werden dann dazwischen geschoben, und damit kann das Ganze dann befestigt werden. Das mitgelieferte schwarze Brett aus der Verpackung ist tatsächlich kein Verpackungsmüll, sondern das brauchen wir jetzt, um die Calliope Mini zu befestigen. Nun brauchen wir die roten Blöcke, die wir
auf dem Brett befestigen. Dazu schaut auch wieder in die Anleitung, wie viele Leerstellen dazwischen sein dürfen. Wenn was nicht passt, dann kontrolliert das Ganze nochmal und korrigiert es entsprechend. Das ist kein Problem, die kann man immer wieder raus und rein machen. Jetzt ist die Calliope Mini bei mir erstmal fest auf dem Untergrund installiert. Im nächsten Schritt sollen dann tatsächlich die Kabel angeschlossen werden und wir haben die Kabel ja unterschiedlich farblich markiert, also zum Beispiel ein grünes Kabel und dann kommt auch der grüne Stecker dran. Um das Kabel da jetzt einzuführen, lösen wir die Schraube, stecken das Kabel ein und befestigen die Schraube, indem wir sie wieder runterdrehen. Das machen wir jetzt mit allen drei Kabeln. Das letzte Kabel ist ein schwarzes Kabel, bekommt aber trotzdem einen roten Stecker, ist kein schwarzer Stecker dabei. Am Ende können wir mit den roten Pylonen noch ein bisschen Kabelmanagement betreiben und im Grunde sind wir dann mit der Basiskonfiguration fertig. In meinen folgenden drei Videos wird es genau um die Anleitungen gehen für die drei Projekte, die uns Fischer Technik hier zur Verfügung stellt. Damit ihr keines der Calliope Mini Videos verpasst, würde ich euch empfehlen, meinen Kanal entweder zu abonnieren oder regelmäßig in die Playliste zur Calliope Mini auf meinem Kanal reinzuschauen.